schönen Sonntagabend mit dem aktuellen Bericht. Herzlich willkommen. Den Saarbrücker Eschberg kennen die meisten, weil sie dort in den Zoo gehen oder zum Einkaufszentrum fahren. Das Wohngebiet auf dem Eschberg wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Eine Woche lang wird gefeiert. Heute besonders rasant. Jürgen Rinner war mit der Kamera in der Pole Position. Rennatmosphäre in der Küstriner Straße. Die Motorsportfreunde Eschberg als Veranstalter kennen sich im Rennsport aus. Ein Hauch von Monaco an und auf der Strecke, wenn die Bobbycars durch die Häuserschluchten flitzen. Die Menschen hier mögen ihren Stadtteil mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Manche wohnen in dritter Generation hier. Andere kommen, weil für sie der Eschberg ein attraktives Wohngebiet ist. Ich wohne hier auf dem Eschberg und ich finde, es ist ein sehr lebenswertes Gebiet, vor allem für Kinder. Wir haben hier viel Freiraum, die Kinder können sich viel bewegen, Bolzplätze, Spielplätze. Wir waren früher in der Innenstadt ansässig und ich muss sagen, für mich ist es ein Wohngebiet, in dem es sich lohnt zu wohnen. Wir schätzen hier aufgrund unserer zwei kleinen Kinder auch die hervorragende Infrastruktur. Der Eschberg ist ein grünes Stadtviertel und er hat eine gemischte Bauweise. Es gibt Bungalows im Stil der 1960er Jahre, Eigentumswohnungen und Mietshäuser. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass es ein lebendiges und buntes Viertel ist. Bis 8. Juni dauert die Festwoche im Stadtteil mit toller Aussicht. Und die besten